Die Geheimnisse der Welt liegen verborgen unter dem Sand der Zeit. Doch Smarana taucht tief in sie hinab. Auch in Deutschland gibt es verborgene Orte, die vor Energie nur so sprühen. Ein Phänomen wollen wir heute genau unter die Lupe nehmen. Denn ganz im Gegensatz zu der verbreiteten Meinung gibt es in ganz Europa, ja sogar Deutschland, Tempelanlagen und Kraftorte mit ungelüfteten Geheimnissen. Aber warum sprechen nicht mehr Menschen davon? Ganz einfach, sie haben aufgehört, danach zu suchen. Forscher gehen davon aus, dass alleine in Ägypten noch 70% aller Schätze unter dem Sand verborgen sind. Aber wie verhält es sich mit Deutschland, wo die Suche ungleich schwieriger ist? Die Antwort: Wir wissen es nicht, denn dort, wo die Menschen nichts vermuten, dort suchen sie auch nicht. Die nächsten Aufnahmen wurden in Deutschland gemacht und erinnern eher an Altunterägypten oder die alten Inka, als an Felsformationen des deutschen Waldes. Auf der rechten Seite sehen wir Steinquader aus Machu Picchu, auf der linken Seite eine angeblich natürlich entstandene Mauer im deutschen Wald. Berühmt geworden sind die Quader von Machu Picchu auch als tanzende Steine. Tritt ein Erdbeben auf, bewegen sich die Steine im Rhythmus der Erdbewegung, statt sich ihr starr entgegenzusetzen und so zu brechen. Danach setzen sie sich wieder in ihrer ursprünglichen Position zur Ruhe. Eine architektonische Meisterleistung. Eine ähnliche Bauweise können wir bei den im deutschen Wald entdeckten Anlagen erkennen. Wir sehen auf den Bildern dieselbe Art des mörtellosen Zusammenfügen der Steine. Wenn auch in Deutschland ungleich verwitterter aufgrund der schlechteren Wetterbedingungen. Nichtsdestotrotz erkennen wir eindeutig, dass die Steine zusammengefügt wurden. An sich eine Sensation. Aber ähnlich wie bei Forschern der Präastronautik oder der Pyramide von Bosnien wollen die meisten anderen Forscher davon nichts wissen. Nicht einmal die Möglichkeit einer Hochkultur in Mitteleuropa wird geprüft. Auch bei dem nächsten Bild ist klar dieselbe Bauweise der Inka zu erkennen. Doch das Verblüffendste kommt noch. Auf dem nächsten Bild sieht man sogar eine Sphinx. Man kann eindeutig den Kopf erkennen. Augen sowie einen Mund und den typischen Kopfschmuck, wie man ihn von einer vergangenen Hochkultur erwarten würde. Auch auf dem zweiten Bild sehen wir am oberen Rand Steinquader, welche nicht natürlich entstanden sein können. Aber es gibt noch weitere verblüffende Orte. Die Rakotzbrücke oder Teufelsbrücke wurde von 1863 bis 1882 unter anderem aus Basaltsteinen errichtet. Sie überspannt den 35 Meter breiten Rakotzsee in einem Halbkreis. Da sich die Brücke im Wasser spiegelt, wird dies dann zu einem Kreis. Durch diese spezielle Konstruktion ist die Brücke mittlerweile besonders bei spirituellen Menschen zu einem beliebten Kraftort geworden. Auch ein kleiner Rundgang um den umliegenden See lohnt sich, denn es stehen dort einige weitere Steinformationen, die dem mystischen Gesamtbild des Rakotzsee den letzten Schliff geben. Aber was sind Teufelsgräben? Ihre Entstehung ist eigentlich eine klassische Präastronautik-Geschichte. Überall verteilt in Deutschland gibt es sogenannte Teufelsgräben. In einem von ihnen sind unsere obigen Fotoaufnahmen entstanden. Die alten Schriften offenbaren Verblüffendes. So sollen die meistens von Gräben und besonderen Steinformationen geprägten Gebiete laut den ersten Siedlern in diesen Gebieten von Teufeln oder übernatürlichen Wesen erbaut worden sein. Nachts nahm man rotes Leuchten aus dem Bereich wahr und sie wurden gemieden. Auch die Entstehung liest sich aus heutiger Sicht anders als damals. Die Wesen sollen rumgerutscht sein und so seien die besonderen Steinformationen und Gräben entstanden. Zu vermuten ist, dass es sich um Maschinen oder andere Geräte handelte. Aber da es sich aus damaliger Sicht ja kaum um Maschinen hätte handeln können, ging man von etwas Mystischem aus. Und vielleicht hatte man damit nicht einmal Unrecht. Auch sind in diesen Bereichen oft alte Steinbrüche, die häufig zum Erbau von Kirchen oder anderen heiligen Orten genutzt worden sind. Nichtsdestotrotz zeigen die meisten dieser Gräben verblüffende Steinformationen und wirken eher wie alte Tempelanlagen.
Auch faszinierend ist, dass viele Forscher scheinbar eine verborgene Hochkultur im Bereich von Mitteleuropa ablehnen, auch wenn es eindeutige Hinweise gibt wie unsere gezeigten Bilder oder aber die Pyramide von Bosnien. Nur dass diese neuen Aufnahmen sich nun in der Mitte von Deutschland befinden. Eine der Sagen der vielen Teufelsgraben in Deutschland. Nahe Rappersdorf zwischen Strehlen und Wansen in Schlesien ist ein tiefer Graben, der sich nach dem Krönwasser zieht, das dort in die Olau fällt. Dieser wird der Teufelsgraben genannt. Ein Bauer, dessen Felder allzu oft von Wasserüberschwemmung litten, welches Wasser auf den Feldern allzu lange stehen blieb, stand eines Abends ratlos und verzweifelnd an seiner Gemarkung und wusste seines Rätsels keinen Rat. Da trat im Dämmerlicht ein dunkler Fremder zu ihm und sprach: Was seufzest du? Du seufzest über das allzu viele Wasser. Andere wären froh, hätten sie deinen Überfluss. Überlasse mir 7 deiner Knechte, so will ich mit ihrer Hilfe dir das Wasser ableiten, ehe der Tag graut. Das war der Bauer wohl zufrieden, er gebot alsbald 7 Knechten, auf zu sein und dem Fremden dienstbar, und er wählte sich 7 aus, die ihm nicht unbekannt waren, die ärgsten Flucher, die schlimmsten Spieler, die größten Esser. Sie aber murrten und wollten, weil es Nacht, nicht arbeiten, da sagte der Bauer: Wollt ihr nicht gehorchen, so geht zum Teufel. Da gingen sie. Am andern Morgen war der Graben fertig, groß und breit und lang, und die Felder waren wasserfrei. Aber die Arbeiter kehrten nicht wieder heim. Bis Köchendorf und Bankau fand man auf den Feldern ihre zerstückten Glieder. Sie waren zum Teufel gegangen. Auch bei der Entstehung der Externsteine oder Eggestersteine soll es nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. So beschreibt es eine Geschichte von damals. Die alten Helden, welche einst unser Vaterland bewohnten, waren beinahe alle vom starken Kaiser Karl besiegt und gezwungen worden, sich taufen zu lassen. Herzog Wittekind war mit den seinen allein noch übrig. Aber auch er konnte sich nicht mehr lange halten, und seine Macht wurde alle Tage schwächer. Da erschien ihm einmal bei Nacht der Teufel und versprach ihm, einen Heidentempel zu bauen, der so gewaltig sein solle, dass ihn der starke Karl wohl müsste stehen lassen. Um dieses Heiligtum sollten sich dann alle, die noch den alten Göttern treu wären, in fester Einigkeit scharen. Selbst viele, ja die meisten der Neubekehrten würden wieder umkehren, da in ihrem Herzen der christliche Glaube nur erst schwache Wurzel getrieben habe. Und dafür, versicherte der Teufel, wolle er nichts anders, als dass nur Wittekind und die seinen dem väterlichen Glauben nimmer entsagten. Mit Freuden willigte der Herzog ein, und der Teufel versprach dagegen, den Bau in der nächsten Vollmondnacht zu vollenden. Von dieser Zeit an waren Wittekinds Waffen gegen Kaiser Karl wunderbarerweise glücklich, und sein Anhang vermehrte sich von Tag zu Tag. So kam die Zeit des Vollmondes, und der Teufel begann sein Werk. Ungeheure Felsen schleppte er aus aller Weltenden zusammen und türmte sie zu Gewölben und Hallen von ungeheurem Umfange übereinander. Aber als nun der Riesentempel beinahe ganz vollendet dastand, da hat es Gott dem Wittekind plötzlich ins Herz gegeben, dass er seinen argen Wahn erkannte. Eiligst ging er hin in des starken Karls Lager und ließ sich reumütig taufen. Da das der Teufel gewahr wurde, fuhr er in großer Wut über den Tempel her und riss Säulen und Wände und Giebel mit entsetzlicher Kraft auseinander, die Felsen hierhin und dorthin zerstreuend. Das sind die Eggestersteine, Externsteine, die noch jetzt, grau und verwittert, am Eingange in den Teutoburger Wald zu sehen sind. Auf der Höhe des einen findet sich ein Gemach mit einem Opfersteine, welches der Teufel zu zerstören wohl vergessen haben muss. In viel späterer Zeit hat einmal ein christlicher Einsiedler in den Höhlen der Felsen gewohnt und in die rauen Wände erbauliche Heiligenbilder gehauen, welche ebenfalls noch deutlich genug zu sehen sind. Auch historische Schriften von Bonifatius zeigen, dass es alte Tempel in Deutschland gab. Und diese meist zugunsten von neuen Gebäuden zerstört worden. So beschreibt es ein altes Dokument der Gebrüder Grimm. Als der heilige Winfried, genannt Bonifatius, die Hessen bekehren wollte, kam er auf einen Berg, wo ein heidnisches Gotteshaus stand, das ließ er umreißen und die erste christliche Kirche bauen. Seitdem heißt der Berg Christenberg,
und 200 Schritt von der Kirche weisen die Leute noch heutigen Tags einen Fußtritt im Stein, der von Bonifatius herrührt, als er vor heiligem Eifer auf den Boden stampfte. Er sagte: So gewiss sich mein Fuß in den Stein drückt, so gewiss will ich die Heiden bekehren. Der heidnische Name des Berges war Castorberg. Bonifatius wollte das C von diesem Wort erhalten, indem er ihn Christenberg nannte. Auch diese weitere Sage zeigt uns, dass es viele alte Orte mit geheimnisvollen Geschichten gab. So heißt es in der Sage Der König im Berge. Im deutsch-böhmischen Gebirge lag ein altes Schloss, Schildheiß, das sollte im Bau erneuert werden. Im Grunde fanden die Maurer und Werkleute viele Gänge und Kellergewölbe, und in einem derselben saß ein König im Sessel von Elfenbein und schlief, und neben ihm stand regungslos eine Jungfrau, die stützte sein Haupt. Da nun die Werkleute neugierig näher zu der Erscheinung schritten, so verwandelte sich die Jungfrau urplötzlich in eine Schlange und spie ihnen als solche Feuer und Dampf entgegen, so dass sie scheu zurückwichen. Als solches nun dem Herrn des Schlosses angesagt worden war, begab sich dieser selbst in die Gewölbe hinab, da hörte er die Jungfrau bitterlich seufzen. Er öffnete und trat hinein, aber Feuer und Rauch kam ihm entgegengepustet, sein Hund lief jedoch keck voran, und der Burgherr wollte nicht mindern Mut haben wie sein Hund. Als er der Jungfrau ansichtig war, sah er, dass sie seinen Hund auf den Armen hielt, unbeschädigt, aber an der Wand erschien eine Tafel mit brennender Schrift darauf, die war von Flammen umwabert und leuchtete glühend, und stand darauf eine Mahnung, nicht ins Verderben zu gehen. Mutvoll jedoch schritt der junge Ritter noch näher, da umschlangen und verschlangen ihn die Flammen. Beleuchten wir diese Geschichte mit heutigem Wissen, so wissen wir, dass es sich um ein Bedienfeld in einem Raumschiff unterhalb der Burg hätte handeln können. Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass es auch magischen Ursprungs war. Aber faszinierend sind die detailreichen Beschreibungen und Bedientafeln, die warnen sollen, nicht weiter voranzugehen. Es zeigt auch auf, dass es gerade in alten Burgen und Gebäuden verborgene Bereiche zu erforschen gab. Dieses Video zeigt, dass es wichtig ist, die Augen nicht vor den Wundern, die uns umgeben, zu verschließen. Und dass trotz unserer modernen Gesellschaft noch längst nicht alle Geheimnisse gelüftet sind. Nur weil viele glauben, es gäbe nichts zu finden, lohnt es sich trotzdem zu suchen. Falls ihr auch besondere Orte kennt, dann teilt sie gerne mit uns. In den Kommentaren. Aber eins ist sicher. Die Wahrheit ist da draußen und sie ist mehr als das, was wir glauben zu wissen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Über ein Like und Abo freue ich mich sehr.